Schon seit 1981 flimmert das Traumschiff über die Bildschirme. Mit dabei seit 2009 ist Harald Schmidt. Der Entertainer verkörpert den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Von ihm gibt es für die Zuschauer jetzt eine schlechte Nachricht. Schmidt wird in den kommenden Folgen des Traumschiffs fehlen, wie das ZDF gegenüber RTL bestätigte. Dabei handelt es sich um die Zusatzfolge im November, die Weihnachtsfolge-Episode und wahrscheinlich die Ausstrahlung an Neujahr. Grund dafür? Der volle Terminkalender von Harald Schmidt. Der Schauspieler schaffte es offenbar nicht, den Dreh in seinen Zeitplan zu integrieren. Kein Wunder, schließlich befinden sich die Schauspieler dabei auf einem tatsächlichen Kreuzfahrtschiff, das auch verschiedene Ziele ansteuert. Wie es mit einer Rückkehr von Schmidt 2023 aussieht, ist noch nicht geklärt, so das ZDF. Die Vorbereitungen, Planungen der Dreharbeiten der neuen Traumschiff-Folgen in 2023 sind noch nicht abgeschlossen. Allzu große Sorgen sollten sich die Fans aber nicht machen. Schließlich fehlte der Schauspieler schon des Öfteren in Episoden von Das Traumschiff.